Trotz Schlammschlacht oder vielleicht gerade deswegen schwangen sich rund 1200 Mountainbiker auf ihr Rad und quälten sich querfeldein durchs obere Mühlviertel beim 15. Raiffeisen-Granitmarathon in Kleinzell. Wir blickten heuer einmal hinter die Kulissen. Trotz Dauerregen nahmen rund 1200 Mountainbiker am 15. Raiffeisen-Granitmarathon in Kleinzell teil. 78 Kilometer und 2500 Höhenmeter durch Schlamm und Geröll galt es zu überwinden. Neun haben heute angefangen mit der Staatsmeisterschaft. Ja, das ist für uns auch eine große Ehre, dass wir die austragen dürfen. Dann gibt es die Klassikstrecke und dann die Light und Small. Also die Leitstrecke mit 27 Kilometer und 1200 Höhenmeter, das ist die ideale Strecke für den Einsteiger, also für die was Granitmarathonluft schnuppern wollen. Da ist die richtige Distanz und da sind auch zahlreiche Neulinge dabei. Wenn man sich die ersten jetzt angeschaut hat, wie die ausschauen, also ist ja ein Wahnsinn. Also fast nicht mehr zum Kennen oder gar nicht mehr zum Kennen. Also Hut ab vor jeden, der sich da in diese Dreckschlacht mit eingeschmissen hat. Ja, der Event ist super aufgezogen, aber für die Fahrer natürlich bei hart heute zum Fahren. Und alle werden wahrscheinlich nicht ins Ziel kommen heute. Ganz so schlimm war es nicht, aber sogar der Top-Favorit, Ex-Weltmeister und Europameister Alban Lakata kam nicht ohne Sturz ins Ziel. Eine Sportveranstaltung wie diese braucht nicht nur viele Teilnehmer und Besucher, nein, auch viele Helfer. Benötigt haben wir 400 Personen, die was den ganzen Ablauf dann garantieren, dass das funktioniert. Und im OK-Team sind wir 12 Personen, wo jeder seine Bereiche hat und das rennt und funktioniert sehr, sehr gut. Und ist der Granitmarathon gut aufgestellt. Ob Streckenposten, Zeltaufbau, Parkplatzwächter, Rettungsdienst oder Küchenhilfe, ganz Kleinzell hilft mit. Heute circa, ich sage einmal, 10 bis 12 Leute, was wir Parkdienst heute sind, und ich sage dasselbe Ausmaß, 14 bis 16 Leute auf der Strecke, die was eben an die exponierten Stellen, wo halt ein gefährlicher Kreuzungsbereich ist für die ganze Sperre praktisch während der Startphase, wo wir dann alles gesperrt haben, in Einsatz. Ja, so ein Riesenevent bedeutet für uns, für die Feuerwehr, ja, schon tagelang vorher die Vorbereitung, Parkplatz beschildern, Parkplatz ausschauen, ob das passt. Natürlich bei dem Wetter, wenn wir es jetzt haben, ein bisschen ein Problem, aber ja, dreckig ist es überall, aber wir hoffen doch, dass die Leute so halbwegs zufrieden sind, also dass sie halbwegs parken können. Und man hilft da gern mit als Kleinzeller? Ja, es ist eine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, es ist ja fast eine halbe Ort da im Einsatz und da hilft man natürlich zusammen und schaut, dass man das gut über die Runden bringt. Und wenn Sie nicht gerade mithelfen, unterstützen Sie die Veranstaltung mit Ihrem zahlreichen Kommen aus Kleinzell und der ganzen Region. Gerade wenn man von der Nachbargemeinde kommt, ist ja das eine Selbstverständlichkeit, dass man sich sowas anschaut. Ja, man, das siehst du ja, ich glaube, in ganz Oberösterreich, sonst nirgends. Ja, ich wohne gerade in Ort, ich gehe auf Bratwürstel runter. Und so schaue ich mich auch ein wenig um. Das Wetter sollte halt ein wenig schöner sein. Aber das kann man sich nicht aussuchen. Ja, auch die Verpflegung kommt nicht zu kurz. Es wurde groß aufgekocht. Naja, man muss schauen, dass alle Radfahrer, die zurückkommen von Rennen, was zum Essen kriegen, weil die haben natürlich einen Hunger. Und es geht auch ein bisschen darum, dass die Einteilung stimmt, dass man zu der Zeit das Zeug fertig hat und dass jeder weiß, was er zum Tun hat. Das sind lauter Glazöller und Glazöllerinnen, die eben wieder unterstützen und eben schauen, dass wir das alles gut über die Bühne bringen. Ja. Während sich Alban Lakata und Christina Kollmann die Staatsmeistertitel und die Granit-Trophy sicherten, nahmen rund 1000 wetterfeste Mountainbiker die Herausforderung der verschiedenen Renndistanzen in Kleinzell an und bewältigten diese harte Strecke ebenfalls hervorragend. Doch wahrhaft weltmeisterlich präsentierten sich das Organisationsteam und die ganzen Helfer rund um den Mountainbike-Granitmarathon in Kleinzell.